Miriam Gössner. Die zweite im Gesamtweltcup hinter Tura Berger, die schon zwei Rennen gewonnen hat in dieser Saison. Die Verfolgung in Pokljuka im Dezember und das Sprintrennen in Oberhof vor einer Woche. Und Miriam Gössner nimmt uns jetzt mal ein bisschen mit hier auf diese Strecke, dass dieses kleine Omega, dieser Buckel direkt am Ausgang des Schießstandes. Und dann hat sich die Strecke eben heute wieder etwas verändert. Es wird wieder nicht, so wie schon gestern, der hintere Bereich des Schießstandberges gelaufen. Dafür wird jetzt eben in dieser ersten Hälfte der Strecke, auf die sich Miriam Gössner jetzt macht, ein wenig länger gelaufen, hinten Richtung Parkplätze. Das ist das Schneedepot der Ruppoldinger Gletscher. So nennen sie den Berg voll Schnee, der hier immer produziert wird im Winter, dann überlagert wird, damit dann schon im November ein wenig etwas aufgetragen werden kann hier zu Trainingszwecken. Und da geht es wellig bergauf, bergab, aber es ist eben nicht so ein richtig großer, langer, knackiger Anstieg dabei. Hinten am Schneedepot, da ist ein etwas längerer, aber das ist dann schon etwas leichter als das, was weggestrichen wurde auf der anderen Seite der Strecke. Ja, Miriam Gössner, die hat wahrscheinlich überhaupt keine Probleme hier mit dem Schnee, egal ob es ein bisschen tiefer wird. Mit diesen schnellen, frequenten Schritten springt sie ja sowieso förmlich drüber. Hat nicht so eine lange Gleitphase wie einige andere. Denn stumpf ist die Oberfläche. Der zwar festgedrückte Neuschnee, aber der wird schon recht stumpf sein. Vor allem auch in den Abfahrten. Wenn man dann plötzlich mal auf so ein neues Stück kommt, muss man aufpassen, dass es nicht zum Sturz kommt. Fantastisch ihre Leistung für die deutsche Staffel vor zwei Tagen, als sie von 16 auf 1 vorlief. Ihre Laufform ist unfassbar gut. Danach sagte sie, die Strecke war mir eigentlich heute ein bisschen zu schnell. Wenn die Bedingungen schlechter sind, dann kann ich eigentlich noch mehr gut machen auf die anderen. Und sie liebäugelt nach wie vor mit einem Start bei der nordischen Ski-WM in der Langlaufstaffel in Val de Fiemme. In der zweiten Februarhälfte wäre das. In der ersten Februarhälfte aber finden erstmal die Biathlon-Weltmeisterschaften statt. Im tschechischen Nové Mesto. Sie sagt natürlich erstmal, die Konzentration geht voll auf diese WM. Und dann schauen wir mal, wie es dann passt und ob es passt. Und dann würde ich da möglicherweise gerne in der Staffel laufen. Der sagt, hier zu Hause kann ich mich überhaupt nicht entspannen. Im Gegenteil, ich habe richtig Stress, weil ich mich um alles kümmern muss. Jeder will was von mir. Miriam Gössner jetzt schon wieder auf dem Rückweg, hinter dem Stadion sozusagen. Da an den Strecken ist es einigermaßen besucht. Miriam Gössner natürlich noch nicht so aussagekräftig. Es sind erst 5 vor ihr gelaufen. Was hat sie dort auf den ersten 1,8 Kilometern gut gemacht? 13,7 Sekunden. Jetzt kommt Miriam Gössner zu ihrem ersten Schießen. Jeder Fehler wird mit einer Strafrunde sanktioniert. 150 Meter ist die lang. Das dauert gut 20 Sekunden. 50 Meter entfernt sind die Ziele. 4,5 Zentimeter Durchmesser. Perfektes Liegenschießen von Miriam Gössner. Oben geht Andrea Henkel ins Rennen. Wie vorgestern in der Staffel. 5 Schuss, 5 Treffer. Und ein dicker Vorsprung jetzt von 38,1 Sekunden an dieser Stelle. Miriam Gössner beim zweiten Schießen. Ja.
Kohl trifft alle, Gössner trifft vier. Das ist für beide ein hervorragendes Ergebnis. Miriam Gössner, die wird jetzt nach dieser Strafrunde eine Zeit vorlegen, die, das kann man jetzt schon prognostizieren, lange, lange halten wird. Aber die anderen, die kommen ja jetzt alle noch, die wissen, Gössner hat eine geschossen, das wird sie unter Druck setzen. Henkel 7,5 Sekunden hinter Gössner nach dem ersten Schießen. Und jetzt bin ich gespannt, Miriam Gössner, wie lange braucht sie für die Strafrunde? Und was für eine Ziffernfolge steht dann da nach dem zweiten Schießen? ...14:40:7. Konnten Sie Rico Groß schon hören, wie er Nadine Horchler etwas zugerufen hat. Jetzt sicherlich auch die Anfeuerung für Miriam Gössner. Gute Bestzeit, hover, hover, hover. Und gleich vorbei, komm, auf geht's. Ja, viel muss man der jetzt auch nicht mehr sagen. Da sehen wir Rico Groß und Stefan Ehrlicher, den wissenschaftlichen Mitarbeiter, an der Strecke beim Studium der Zeiten. Ja, und da staunt er, da lacht der Rico Groß, weil er wahrscheinlich sieht, wie groß der Vorsprung von Miriam Gössner jetzt im Moment ist. Und Miriam Gössner auf dem Weg Richtung Ziel. Weit ist es nicht mehr. Noch 700 Meter. Dann wird sie hier empfangen. Von den 5, 6, 7.000 auf der Tribüne. Der Rest ist an der Strecke verteilt. Wird eine Bestzeit markieren und dann beginnt für sie das lange, lange Warten. Aber das ist ihr durchaus recht. Sie hat gesagt, ich möchte eine lange Startnummer, eine frühe Startnummer. Ich möchte nicht lange warten, bis ich dran bin. Ihr Plan, die Konkurrenz unter Druck zu setzen, ist voll aufgegangen. Läuferisch die Einzige, die so fulminant laufen kann wie Miriam Gössner. Gössner, im Sommer war sie auf dem Mont Blanc mit ihrem Vater. Heute erklimmt sie einmal mehr den Biathlon-Gipfel. Ob sie dann ganz oben stehen wird oder nicht, das wissen wir jetzt noch nicht. Aber 20:57:2, das ist erstmal eine Hausnummer. Jeweils eine Strafrunde geschossen, aber konnten diesem unwiderstehlichen Tempo nicht folgen. Miriam Gössner, ein Schießfehler heute, Laufbestzeit auf der Schlussrunde. Da waren Domracheva und McGarrenin zwar etwas schneller als sie, aber insgesamt sie... Die schnellste auf der Strecke, die beste in der Gesamtleistung Biathlon. Miriam Gössner gewinnt das dritte Weltcuprennen für sie. Es ist das dritte ebenfalls auch in dieser Saison. Vor Domracheva, McGarrenin und Andrea Henkel verpasst das Podium. Nur knapp als Vierte. Ja, Miriam, Sie sind heute mit einer sehr, sehr niedrigen Startnummer ins Rennen gegangen und haben hinterher alle möglichen Leute gefragt, wie war ich gut, war ich vergleichsweise gut? Sie wussten gar nicht so richtig, wie es gelaufen war? Nee, überhaupt nicht. Also heute konnte ich es mal gar nicht einschätzen, wie es war. Es war zum Laufen total schwierig, es war so wackelig und ja, ganz komisch irgendwie. Also ich habe mich heute selber gar nicht einschätzen können. Jetzt ist die Daria Domracheva da, Kaiser McGarrenin, Tora Berger auch. Wie sehen Sie es jetzt? Ja, gut, jetzt glaube ich, war es ein wirklich ganz gutes Rennen von mir und am Schießstand bin ich auch sehr zufrieden mit nur einem Fehler und ja, schauen wir mal, wer noch alles kommt. Vielen Dank fürs Erste, mehr gleich mit Ihnen.